Mein Name ist Carmen Stöber, ich bin seit 20 Jahren selbstständig, seit 16 Jahren hier im Kurhaus. Und ihr hört ja schon, dass ich den Tränen nah bin. Und ich habe das Geschäft hier erfolgreich gegründet. Die Leute kommen gerne zu mir. Und seit letztem Jahr ist alles vorbei. Und ich habe keinen Bock mehr. Ich bin stinksauer. Ich möchte nicht mehr. Hinter uns steht die Polizei. Die wollen uns stürmen. Die wollen mir, glaube ich, alles wegnehmen. Ich befinde mich im Kurhaus Bad Homburg. Das heißt, es ist eine Tochtergesellschaft der Stadt, nämlich die Kur- und Kongress GmbH. Die hat mir glücklicherweise bis letztes Jahr September die Miete gestundet. Aber gestundet, da stehen 30.000 Euro. Die müssen zurückbezahlt werden. Leute, wie denn? Nimm mir alles. Und weil mir jeder alles genommen hat, habe ich nichts mehr zu verlieren. Ich habe keine Kinder, Gott sei Dank. Und ich habe nichts mehr zu verlieren. Und wir kriegen heute eine Partei gegen diesen Terror und gegen dieses Verbrechen, was hier abgeht. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Heute hat Frau Merkel gesagt, wir ziehen es durch bis April. Und wenn April ist, kommt, ziehen wir es durch bis Juni. Der Kommunismus steht vor der Tür. Oder ist schon da. Ich weiß nicht, die schmeißen mich sowieso raus, weil meine Miete kann ich nicht zahlen. Von was denn? Okay, wir haben jetzt einen kleinen Bonus gekriegt vom Land, die Corona-Hilfe. Der erste Bonus von November ist gestern angekommen. Wunderbar. Eine Anzahlung. Das ist ein Scheiß. Das ist nix. Damit kannst du nicht leben, nicht sterben. Wenn ich nicht verheiratet wäre und immer noch alleine, könnte ich mich aufhängen oder aus dem vierten Stock springen. Weil ich gar nicht mehr wüsste, wie ich meine Krankenversicherung zahlen soll. 600 Euro Krankenversicherung im Monat. Plus. Wie soll das gehen? Von was? Und wegen nix. Wenn ich mein Geschäft selber an die Wand fahre, dann bin ich selber schuld. Dann ist es mein... Dann hätte ich auch mit mir selber kein Mitleid. Aber hier läuft es zwar ein gutes, ein laufendes Geschäft. Meine Gäste sind gerne zu mir gekommen. Meine Mitarbeiter wandern ab, weil sie Angst haben, weil der Lockdown, da gehen die lieber zum Rewe, setzen sich an die Kasse, obwohl sie gerne hier gearbeitet haben. Aber die haben Angst, weil sie kein Geld mehr verdienen. Und die sagen mir, es tut mir so leid, wir würden dir, aber ich kann nicht mehr bei dir arbeiten, denn ein Lockdown folgt dem anderen, dann habe ich gar nichts mehr. Also wie soll es weitergehen? Leute, gründet irgendwas, macht irgendwas, steht auf und packt euch euren Arsch und macht einfach irgendwas. Ich in Bad Homburg alleine. Ihr habt sie doch nicht alle. Helf mir. Du bist nicht alleine. Wow, gut. Danke dir.